gibt es mal wieder Geisterbahn-Action. Und zwar in der niegelnagelneuen Geisterbahn Devil. Ja, von Probst. Und eine Neuheit und absolut geil gestaltet. Da sehen wir hier den Dungeon Keeper, der Horny und den Freddy Krüger. Ja, da fahren wir jetzt mal eine Runde mit. Haben wir hier den Eingangsbereich. Ja, hier so ein doppelköpfischer Hund. Die Kreatur. Dann sehen wir hier die Jason. Sehen aus wie Fische oder irgendwie sowas. Ja, und die Rückwand ist total schön lackiert. Ja, ich bin gespannt. Werden wir sehen. Auf jeden Fall machen. Sehr coole Effekte mit drin und ja, hauptsächlich halt durch so die Töne und das alles. Aber die sehen alle richtig schön gemacht. Die Effekte sehr cool, gerade auch am Ende dann. Ja, da kam zwar kurz BenQ, der Monitor, aber wo das so projiziert wird auf die Dinger. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten sieht das auch richtig schick aus von außen. Ich finde es auch cool, dass es recht langsam fährt und dann so diese schnelle Abfahrt am Ende ist schon total cool gemacht. Also auf jeden Fall, ja, empfehlenswert. So, dann sage ich Tschüss.